Ich möchte dir eine New Age-Falle erklären, die ich selbst erlebt habe. New Age ist ja so der Gegenspieler der Spiritualität, also im Mainstream tut man Fake News, die Nachrichten, dass der Mensch sich selber auseinandersetzen muss, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr. Und in der Alternativszene oder spirituellen Szene ist es die New Age. Das heißt, die erzählen dir, 99% ist wahr, aber 1% ist eben nicht wahr oder wird nicht erwähnt oder ist getäuscht. Und das sind dann diese Stolperfallen, wo das höchste Potenzial eben nicht erreicht werden kann. Und was war das jetzt bei mir? Früher habe ich immer gefragt, so was jemand in seinem Job macht, weil es ja doch irgendetwas über einen Menschen aussagt. So. Und dann bin ich so in die spirituelle Szene reingekommen und dort lernt man dann, wenn du für dich so selbst glücklich bist und erfüllt, dann kommt es nicht drauf an, was dein Gegenüber ist. So. Und irgendwie habe ich mir, es kam mir nicht so wirklich wahr, aber ich habe auch gedacht, ja, geht es ums Äußere? Und dann habe ich mir gedacht, doch, ich muss immer in ein Gesicht schauen, wo ich erfreut bin. Und dann habe ich gedacht, ja, also, wenn ich ja erfüllt bin, dann kommt es ja wirklich nicht so drauf an. Also das ist, hat sich in mein unterbewusstes System eingeschlichen, so dass ich bei meiner letzten Partnerschaft, das für mich nicht wichtig war, was mein Gegenüber machte. Hauptsache, er ist glücklich oder ich lasse ihn. Aber so kommt man nicht zum höchsten Potenzial. Also ich finde es extrem wichtig, dass man schaut, dass man das Beste in sein Leben zieht und nicht, dass es egal ist, wer jetzt mein Gegenüber ist. Und das sieht man ja jetzt, oder ich merke jetzt diese Erfahrung, obwohl sie noch nicht da ist, aber wenn ich mir vorstelle, wenn der Jonas und ich zusammen sind, ach, das ist auch so ein Thema, ein krasses Thema, ein Menschen, den man noch nicht gesehen hat, aber innerlich, energetisch weiß, wer er ist und ach, diese ganze Situation. Aber auf jeden Fall, das höchste Potenzial holen wir auf jeden Fall erst dann aus unserem Leben, wenn wir sagen, wir wollen das Beste, ich will den besten Partner für mich in mein Leben ziehen und nicht einfach, ja, es spielt für mich keine Rolle. Es kommt darauf an, was du dir für ein Leben wünschst, aber ich bin hier, um immer das höchste Potenzial zu leben. Und deshalb, da bin ich voll reingefallen, diese New Age-Szene. Ja, ich habe dann so gedacht, okay, vielleicht solltest du nicht immer so extrem alles gucken, dass alles stimmt, aber doch, weil ich ja in der inneren Überzeugung bin, dass jeder Mensch ein Band da hat, dass jeder irgendwo ein Resonanzfeld hat, wo es stimmig ist. Und wenn wir uns das wünschen und finden, dann sind wir im Kollektiv auf dem höchsten Potenzial.